Die Wasserfallrunde am Donausteig steht heute am Programm und es geht in Hofkirchen los. Dazu habe ich natürlich wieder Wanderunterstützung, diesmal gleich doppelt. Der Franz und der Ludwig gehen heute mit mir wandern. Ja, super. Ich freue mich sehr. Lieber Franz, Wasserfallrunde. Was kommt auf mich zu? Ist es ganz leicht? Ist es eher schwierig? Ihr habt Stecken mit, ich habe Angst. Nein, so schaut nicht aus, dass es so schwierig wird, aber es wird schon einigermaßen herausfordernd, okay. Speziell zum Wasserfall selber. Aber wenn wir jetzt weggehen in Hofkirchen, dann geht man ganz normale Straßen, bis dann mal zur Donauleiten kommt. Dann geht man über das Breneck. Breneck ist ein kleiner Aussichtspunkt, wo man auf Donau sieht. Und von da weg gehen sie bei denen zur Donau. Da kommt man zum Gasthof Traxel, da kann man dann einkehren und mal rasten oder was. Das ist, die halbe Strecke, ca. 3,5 Kilometer. Und von da weg gehen wir entlang der Donau nach Kling. So von Kling geht man auf über eine kleine Brücke, schon beim Bockbach. Okay. Und dann zum Wasserfall. Und der Wasserfall selber muss man auch 200 Meter runtergehen. Aber es ist eine Seilsicherung, ist auch kein Problem. Okay. Und der Wasserfall ist wirklich wunderschön und eine gute Erfrischung. Ist auch mal wichtig. Und von dort weg geht es noch steil ein Stück aus auf Hofkirchen. Ja. Das heißt auf zum Wiemen Bockmühle. Und von Bockmühle ist ganz ein normaler Weg wieder retour zum Ausgangspunkt. Was glaubst du, wie viele Stunden braucht man? Naja. Mit Pause. Mit Pause, ja, das kommt davon, wie lange die Pause ist. Aber 4-5 Stunden muss man rechnen. Schon. Ja, ja. Also ist jetzt quasi nichts. Ja. So viel schnell einmal? Nein, es ist, viel schnell ist ein Blödsinn, weil da ist gescheiter, man fährt die Kleinen und macht da was Sportliches drin und dann, okay. Wenn man schnell geht, kann man sich nichts anschauen. Und im Sommer auch gut, oder? Im Sommer sowieso super, weil es kühl ist. Perfekt. Ja. In welche Richtung starten wir? Wir starten rechts Richtung Westen. Das heißt, wir gehen jetzt Hofkirchen Stoppplatz rein, Marktplatz. Genau, Marktplatz. Marktplatz. Ja. Am ehrwürdigen Marktplatz. Wieso ehrwürdig? Ehrwürdig, weil er schon so alt ist. Wie alt ist er denn? Seit 1335 haben wir das Marktrecht. Ah ja. Danke. Ich gehe euch noch, ich kenne mich nicht aus. Jawohl, gut. Die erste Hälfte der Wanderung führt uns vom Marktplatz direkt an die Donau, in den Gasthof Traxler. Ein Traditionsgasthaus direkt am Wasser. Extra Tipp, wer etwa nach der Hälfte verschnaufen will, eine Zille bei Gerald Witzi ausborgen und über die Donau schippern. Super, super. Ich würde vorschlagen, eine Soße, Prost. Das haben wir uns jetzt verdient, Prost. Nach der Stärkung geht es ein Stück entlang der Donau, bis wir uns dann dem Highlight nähern, dem Wasserfall. Und die habt ihr selber gemacht? Die haben wir selber gemacht, ja. Sehr romantisch ist das. Wie weit ist es jetzt nur zum Wasserfall, wenn wir da gehen? Ja, einen halben Kilometer schon und mehr. Mehr, 600, 700 Meter. So, und jetzt, meine Herren, einfach rein, oder wie? Jetzt geht's da rein, ja. Hudi. Und dann wieder ein paar Seilbandinnen auf und circa noch 300 Meter. Sind wir jetzt bald beim Wasserfall? Ja, ein Stück haben wir noch. Letzter Anstieg und dann geht's bergab. Wie lange haben wir noch jetzt nach Hofkirchen zu unserem Schluss? Eine schwache halbe Stunde. Okay, das schaffe ich noch. Das schaffen wir noch, ja. Bisschen auf
Erfrischung brauche ich schon. Hey Franz, ganz einen schönen Dank. Viel Spaß, Ludwig, bitte. Danke für die schöne Wanderung. Bis bald. Alles Gute. Pfiat euch. Der Donausteig entlang von Hofkirchen im Mühlkreis. Die Wasserfallrunde definitiv eine Herausforderung. Unbedingt erforderlich. Passende Ausrüstung und Ausdauer. Dafür spendet der einzige Wasserfall entlang des Donausteigs Kraft und Kühle, auch an besonders heißen Sommertagen. Urlaubstipp für den Wanderherbst: Ausgewählte Etappen oder Runden am Donausteig lassen sich auch mit ein oder zwei Übernachtungen in der sagenumwobenen Donauregion verbinden. Infos und Details gibt's online.